Oha, das ist ja nicht so gut. Ich habe immer eine neue Waffe, das ist ja schön. Ach, scheiße. Okay, ich sollte mit der Schrotflinte wirklich nur aus einem halben Meter Entfernung schießen. Weil da diese dumme Billigmunition drin ist. Wir werden einfach mal so lang. Dann einfach an mir vorbeigerannt? Mann, es gibt ja immer noch. Wir halten so verflucht viel aus. Oh, jetzt noch zwei. Na komm. Ach, ich hab... Ist ein bisschen doof, dass ich, Oh, ja, hab... He's alive. Komm, ja. Ja, ich komme ja schon. Aua. Ach, hätte mir das alles sparen können. Ich hätte... Oh, Flammenwerfer. Ja, ich spare mal hier Munition. Man muss ja nicht sinnlos rumballern. Oh, guck mal, da haben die noch ein bisschen was gehabt. Revolver hätte ich auch gehabt, den ich übrigens mal wieder nicht nachgeladen habe. That was hot. I need a drink. Dum, dum. Ja, ne? Gut. Anscheinend hat es nur einen entschärft. Ich frage mich jetzt bloß, hätte ich den retten können, oder? Riga Station was only the first stop on my journey. Riga Station war die erste Station auf, auf meiner Reise. Was die Karawane ist nicht weitergegangen. So, bevor ich weggegangen bin, habe ich noch ein bisschen was getrunken, um dein Überleben zu feiern. Der Wodka hat seine Angst nicht ertrunken und er musste die Reise nach Polis alleine machen. Aber er war auf dem Weg, sich selbst zu finden und find myself. Achso, er hat einen Partner gefunden. Zumindest, also will das mir die Geschichte erzählen. Beim Saufen oder was? Oh, muss ich jetzt Trinkspiele hier machen oder was? Wodka pur oder was? Alright, boys. Let's drink to our friend Artyom, who goes right through monsters and anomalies alike. To Artyom. Oh, Note? To you. Hey. Ich wette, das ist Wodka pur. Aber es riecht nicht alles. We'd have been shredded like cabbage. Wenn du nicht hier wärst, du versuchst eine Medaille, bla bla bla. Or at least some extra ammo. Hier, nimm das hier. Take them. Yay, ein ganzes Magazin. Für unsere Gesundheit. Artyom, to you. Das ist sogar die gute Munition, oder ist das die nicht so ganz so coole? Na, komm jetzt hier, nimm. Artyom, you really immune to that shit? Bist du wirklich immun für diesen Mist? Oh, Mutter. Vodka knocks him down, huh? Ihr klaut jetzt nicht mit dir die Munition vom Tisch, oder was? Okay, we've got to check that. Was? To our luck. And to our job. Aha. To your health. To deiner Gesundheit. Wer war denn der Typ gerade mit der Erstmaske? Naja, anscheinend kann man hier so weit den Leuten vertrauen, dass man die Munition und die Waffen auf dem Tisch liegen lassen. The vodka kicks everyone's ass, huh? Ja, der Wodka ist recht stark, das finde ich auch. Ja, schön. Schön, schön, schön. So. Für die Waffe auch haben. Oh, 30 Schuss habe ich gleich gekriegt. Aber von der nicht. Aber von der nicht ganz so coolen, glaube ich, oder? Ja, das ist nicht. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Wunderschön. Aha. Also, was ist denn hinter. Wer ist die denn? Hallo? Shanks Track von Bullet Refuse. Nee, ich möchte den Track nicht wechseln. Das ist schon gut so. Warte mal, ich muss mal kurz gucken hier. Perfekt. Okay. Gut. Taschenlampe jetzt 1A. Riga. Und sieht natürlich auch epic aus. Warum gibt es hier eigentlich in jeder U-Bahn-Station so komisches Büro mit Büchern? Ich glaube, der kleine Junge möchte mir was sagen, aber niemals! Hast mir alles egal. Ja, ne? Und die sind ja echt böse aus, die Jungs hier. Oh, was ist denn hier los? Großer Mindenansturm? Couple of Bullets, sag ich ein paar mehr oder was, so kleiner Junge. Okay, gut, ich folge ja schon. Ja, ach nee, gut, er winkt noch. Möchte nichts. Doch, er will mir was zeigen. Nein! In der schwarzen Straße wartet er auf mich. Der ist groß und angstflößend. Und der riecht nicht gut. Nee, das kannst du mal schön, Okay, find him yourself then. Ja klar, ich find... Ja, ich schaff das schon. Ja, würde der kleine Junge mir das Geld aus der Tasche ziehen. Oh gut. Ah, das ist scheiße. Ich schätze mal, so viele Wege gibt es ja sowieso nicht hier mehr, irgendwas zu finden. Insofern mache ich mir da gerade gar keine so große Platte, dass ich das hier nicht finde. Ich wäre gerade eigentlich hätte mal parallel was hochladen sollen. Ja! Ah, so eine Verschwendung von Internetzeit. Nein! So war das nicht geplant. Verflucht. Hatte ich hier nicht irgendwo eine... Da, die Taschenlampe, na bitte. So, komme ich jetzt irgendwie... Da! Oh, wer ist er denn? Er sieht nicht ganz so gut aus. Achso, hier sind die Wohnquartiere oder beziehungsweise die Krankenquartiere. Komme ich auch wieder hoch? Oh, belastend.
Das sieht hier so ein bisschen nach Pott aus. Also, WC-mäßig, so dunkle Straße. Jetzt mal der Taschenlampe. Ah, also, geht da echt langsam. Oh. Aha. Das sieht irgendwie aus, als würden die irgendwas anbauen. Na gut. Kann ich hier nicht irgendwie kriechen? Wer war das so? C? X? V? Z? Nicht Z auch nicht. Warte mal, war hier nicht irgendwo kriechen? Mal kurz gucken hier. Controls, Keyboard, Movement, Jumps, Bunch, Crouch, Toggle. Ach nee, gut. Also Y war nur hier, da vom Dauer zu bleiben. Aber hier irgendwo durchzukriechen reicht trotzdem nicht. Na gut. Sei es drum. Oh, ach, hier sind noch mehr Leute, die schlafen. Ja, wo die überall wohnen. Also das ist echt Platzarmut hier, ne? Also. Kann ich irgendwie hochspringen? Nee, auch nicht. Machen wir mal ein bisschen meine Taschenlampe wieder voll. Das sieht immer noch schön aus. Also, das irgendwie das Endset-Szenario kommt dir gut rüber in der Metro. Artyom, right? Oh, ich habe ihn gefunden. Hallo. Okay, Stuhl. Ah, ich möchte. Ah, doch, sitzt. Everybody calls me Bourbon. Er wird Bourbon genannt, aha. Listen, I need to get to Dry Station. Er wird zur Dry Station für einige Geschäfte. Was dieses Rattenloch ist unter Lockdown heißt. Ausgangssperre, Mensch. Naja, er hat etwas von meiner Reise gehört. Er sieht, dass der Shit in Italien nicht für mich arbeitet, aber. I'll give you my AK when we get there. Deal. Good. Ja klar, es gibt mir seine. Ready? Klar, super, ready. Sitting in this crap hole is useless. Jo, geht direkt weiter, ich handle hier mit niemandem. Also er gibt mir seine Arkaden, weil in Dry Station angekommen sind. Oh, ist das jetzt die gute oder ist das nicht? Doch, das müsste die ganze gute sein. Doch, klar ist das die gute. Ich habe ja nur 5 Stück umgetauscht. Übrigens, hier ist noch mehr Munition, die ich einfach mal klauen kann. Das war nur ein Schuss. Ja, normale Munition habe ich jetzt leider gerade ein bisschen wenig, ne? Ja, und hier mit dem Geld zu schießen macht auch nicht so gut. Anscheinend kann ich dann noch schnell zum Händler laufen. Oh, na gut. Hup. Okay, ja, dann scheint die rausgefunden. Na gut, dann muss ich mal kurz noch mal kurz gucken, ob ich nicht eben noch meine Händler finde und die Munition. Und die Munition umtauschen kann. All die weil. Meine letzte Reise war jetzt ja auch nicht so 100% erfolgreich. So hieß die Bar. Ah ja. Schön, schön, schön. Ja, Jungs, euch geht's super, ne? Ja, die Schrotflinte, denke ich mal, habe ich nicht mehr. Ja, Händler haben wir hier wohl anscheinend dann wohl doch. Doch, was haben wir hier? Oh, hell! Ah, na bitte. Hallo. So, warte, ich brauche die hier. Nee, die hier brauche ich, ne? Ja, genau. Da möchte ich dann gerne mal ein paar umtauschen. Good deal. Good deal. Ja, ja, sagen sie alle. So, die gute Munition umgetauscht. Verdammt. Nee, hier war ich falsch. Ich musste ja. Wo muss ich denn jetzt so lang? Did you really come here on a handcar? Achso, seid ihr wirklich in Hand. Ja, der zieht ja hinten die Schichten, ist ja schön. Ja, der möchte auch gerne mal mit. Möchte. Mann! Ja, das Kid, das ist hier immer noch am Rumbetteln, ist ja der Hammer. Ja, er muss jetzt ganz schnell gehen, das ist ja natürlich klasse, so. Oh Gott, also hier brauche ich auf jeden Fall meine verdammte. Oh, doch. Mann, ich will mal F gedrückt halten. Let's go! Ach, wir machen uns ja jetzt einfach alternativ auf den Weg, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wir sind. Wunderschön. Lost Tunnels. Oha. Als ich die verlassenen Tunnels mit Bourbon betreten habe, habe ich mich gewundert, ob ich ihm vertrauen kann. Aber die Tore waren immer noch versiegelt. Da war niemand, der. Da war keine andere Gelegenheit, um Riga zu verlassen, ohne dass es jemand erzählt. Lots of tough guys died in these tunnels. Wie geht denn mit dem 38 oder? So, ich hab eine Pistole. Oh, ich hab die Schrotflinte, habe ich auch behalten. Geil. Aber die verbraucht halt Munition, die ich gar nicht hab. Verflucht. So, die 044. Oh, da, oh, das verschießt ja sogar die. Das verschießt ja sogar die gute. Wenn du alleine bist, ist gar kein Problem. Oh, verseuchte leuchtende Pilze, ist ja schön. So, ich muss ja meine Taschenlampe ja anscheinend nicht anmachen, weil ich habe jetzt. Fledermäuse, nett war. Munition! Plündern! Ich werde Plünderer! Bitte, jetzt habe ich mich auch genug Munition für das Ding hier. Warte mal, kann ich hier nicht. Wie war denn das hier? R gedrückt halt, ne? Oh, was? Ich habe nur die gute dafür? Oh, nee. Und habe ich dafür vielleicht noch. Nee. Entweder der Boden ist, macht dieses Geräusch oder der Wind. Singende Rohre? Aha.
Aha. Aber wenn er mir eigentlich seine AK gibt, hat er nicht noch eine andere Waffe? Na gut, er hat noch eine Waffe. Na gut. Warte mal. Aha, hier muss... Ach, hier ist eine... Oh, oh. Das ist hier allein unterwegs zu sein, das werde ich wahrscheinlich nicht... Bitte, ich will die Munition da vorne. Huhuhu. Oh fuck, das war glaube ich nicht so gut, dass ich gerade Geräusche gemacht habe. Alter Schwede. Also, ich würde euch jetzt empfehlen, das Vollbild nachts mit einem lauten System anzumachen. Also, ich könnte mal ein bisschen ruhiger reden, ob das passt, denn wenn nicht gleich explodiert, dann es richtig schön laut ist. Ich wette, hier passiert gleich was. Da kommt ja wahrscheinlich richtig Action drüber. Müsste ich gleich mal meine Schreibtischlampe ausmachen. Die ist sowieso gerade die einzige Lampe im Raum. Grafikfehler. Ach nee, Blut? Ekelhaft. Alter Schwede. Das Zeug schon nicht, also, wenn man sich jetzt sowas anguckt, dann ist das. They're all dead. Oh. I know that style. Bandits. And Hans are both Banditen. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, ich habe einen Pfeil gefunden. Now keep your eyes peeled. They won't let us pass freely. Okay, die Banditen werden uns nicht durchlassen. Die wird nicht von alleine. Alarm system. Ancient, but quite efficient. If you want to arrive unexpected, try not to disturb the cans. Ja, ich würde gerne quicksafen, Freunde. Ja, Alarmsystem. Sehr alt, aber funktioniert immer noch, hat er mir gerade gesagt. Bin ich durchaus einer Meinung. Also wenn ich hier schnell durchrennen muss. Watch your step. Any crunch or crack will give you away. Oh, ne, ja, ich will auch so, ich will hier so eine. Oh, a tripwire. An excellent way to get rid of the blind and their devils. Wie viel Munition kann ich ja nicht mitschleppen? Vor allen Dingen, ich finde es sehr interessant, wie er hin. Oh, was haben wir hier schön? Das Thumbtraps kann bis disarmed. Die Schrotflinte kann ich da. Achso, die habe ich gerade mit Munition geplündert. Ich finde es sehr interessant, wie viel Munition hier einfach mal so rumliegt. Oh, ich... Scheiße. Grad höre ich das hier noch, dass mit diesen Dings hier, mit den... dass ich hier vorsichtig sein soll. Und dann renne ich da einfach durch, ne? Bisschen, das könnte das hier entschärft werden, könnte auch rübergesprungen. Er hat das gerade gesagt, dass das Schäuber droht ist. Ich habe einfach nicht zugehört. Ach, schön. Na gut. Was ist denn jetzt hier los? Scheiße. Ich verballer hier gerade die gute Munition, ne? Ja, der Typ will nicht umkippen, ne? Hilft mir hier eigentlich Borben eigentlich mit, oder? Ja, wir haben Verletzte, das ist durchaus richtig. Ich bin echt überrascht. Ich glaube, ich werde ja gleich sterben, ne? Ich meine, die sind alle besser bewaffnet als ich. Mich wundert ja immer noch, dass ich mit meinem Revolver so weit komme. Tja. Scheiß Sprengfall. Oh, was bedeutet denn dieses Leuchten? Ich habe meinen Armband da. Das ist durchaus richtig. Ich glaube, ich kann einen Mann nicht in den Rücken schießen. Der lebt noch? Habe ich nicht gerade in den Kopf geschossen? Der ist hinüber. Der ist scheinbar auch tot. Oha. Ich meine, das Banditen jetzt ist natürlich ein. Oh, was ist denn das? Was ist denn hier los auf dem Boden? Oh Gott. Oh oh. Gerade habe ich richtig gefressen. Scheiße, der war daneben. Ich meine, das ist ein Revolver, der hat natürlich einen. Der hat natürlich einen Rückschlag wie die Hölle, ne? Oh fuck. Wenn die hier einfach mal entscheiden würden, in der Nachbar. Okay, der ist irgendwie. Also, ich mach das hier gerade mit ganz schöner Munitionverschwendung, muss ich sagen. Einer ist da noch, jetzt eine Handgranate, das wär's. Ich glaube nicht, dass ich so schnell die Revolver-Munition die gute wiederkriege. Oh, ich liegt natürlich was Gutes, ne? Oh shit.
War das jetzt der letzte? Das war der letzte. So, jetzt aber. Oh shit. Ach, das ist unser Kumpel hier. Ey, warte mal, beruhig mal. Ich muss hier noch. Oh, was haben wir hier Schönes? Dann hau ich die Schrotflinte weg. Was ist denn das hier eigentlich für eine Knifte? Dann hau ich die Schrotflinte weg. You found the wall drivers. Use the electromagnetic charges to be. Das ist sehr schnell Feuerrate. Okay, die Schrotflinten haben sie aber alle da. Also dafür ist wahrscheinlich kein Problem, Munition zu finden, ne? Was verschießt denn das Ding? Egal, ich habe eine tolle Waffe gefunden. Die ist sicherlich total toll. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, Sprengstoff oder was? Ja, Sprengladung. Okay, es gibt anscheinend sowas wie Granaten. War natürlich jetzt sehr leise, was ich hier gerade gemacht habe. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Waffe ist, ne? Wenn ich hier vielleicht... Er hatte vor allen Dingen einen Red Dot, ne? Ich kann damit zuschlagen. Wahrscheinlich nicht besonders viel Munition dafür. Ich bin doch immer noch. Verschießt einfach eine runde Kugeln? Achso, wahrscheinlich muss ich. Geht wahrscheinlich auf meine. Was hat denn der schönes. Achso, auf so eine Waffe. Ja. Ist das eigentlich eine tödliche Waffe? Naja, wahrscheinlich ist es eine tödliche Waffe. Oh, verdammt, die Körper haben auch noch Munition dabei. Verflucht. Nee, doch nicht alle. Okay, gut. Ich habe mittlerweile 242 von der normalen Muni, ne? Das, Och, hier hätte man auch durchgucken können. Echt gut mittlerweile. Na gut. Die Waffe gefällt mir hier sehr, weil ein Schuss eigentlich Treffer. Aber ich denke mal, ich sollte eigentlich mit der Munition sparsamer umgehen, bevor ich hier... Oh, verdammt. Ich hätte mich noch umgucken können. Die Brücke. Our bloody skirmish with the bandits was over. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen ist vorbei. Monsters. Ich hatte Mutanten und Monster erwartet. Wie viele Menschen muss ich noch töten, bevor ich Polis erreicht habe? Aha, die Brücke ist nicht so toll. Ah ja, also keine Lust heute getötet zu werden, das ist ja schon mal schön. Aber die Brücke sieht wirklich nicht mehr so gut aus. Scheiße. Ah ja, also Fledermäuse haben anscheinend die Apokalypse auch ganz gut über... Ich glaube, das war doch gerade ein Steamfall. Also kann ich jetzt hier... Huah! Das hätte ich nicht tun dürfen mit Rennen. Oh. Ah, jetzt habe ich 10 Minuten Zeit, oder was, bis die Gasmaske runter ist, oder wie? Ach, guck mal, hier sind so lustige Kugeln. Eine leere Waffe, interessant. Also man findet ja doch relativ viel Munition, also wenn man halbwegs schießt, gut, ich spiele jetzt auch nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Dann geht keiner anfängt auf mich zu schießen, ist eigentlich alles gut. Bis jemand anfängt auf mich zu schießen, ne? Oh. Er hat Viecher gefunden. Gute Waffe. Ich hoffe, er schafft das da unten. Dass hier gleich steht, ein bisschen gescheitert, weil der Typ tot ist. Na, ich geh mal lieber zu ihm runter und guck mir das Elend an. Gibt er noch? Oh. Was ist das für komisch? Ist das eigentlich mutierter Hunde oder was soll das darstellen? Also, ich weiß nicht, irgendwie. Ich meine, die haben einen recht großen, kräftigen Oberkörper und. Naja, stehen ja teilweise doch aufrecht. Man kann sich ja nicht voll darauf verlassen, wenn man einen aus einer Richtung erschossen hat, dass dann aus der anderen Richtung keiner mehr kommt. Also, auf jeden Fall gute Waffe. Oh, warte mal, mir fällt gerade auf. Verdammt, ich ahne, dass die Waffe genau so lange sinnvoll wird, bis die Batterie von dem Teil alles, oder? Ich meine, die hat hier so eine Batterie. Hansa ist Militär-Tor, ah, ja. Die Hansa-Typen, achso, das sind wahrscheinlich die ein bisschen besser dran. Oh Gott. Anscheinend sind die Hansa-Typen und die Reste vom Militär, wenn ich das hier richtig verstehe. Die gucken anscheinend nach Banditen, die sie tot machen wollen. Haben die uns jetzt gesehen oder nicht? Ich meine, ich gehe die ganze Zeit mit meinem tollen Rotvisier hier rum. Das ist wahrscheinlich nicht so cool, aber... Wir können gehen, die sind einfach so weg. Na gut. Okay. Müssen wir jetzt hier wieder runterspringen oder was? Toll. Hui. Okay, das wäre nicht notwendig gewesen. Das hätte eine Treppe gegeben. Also man kann anscheinend kein... Oh, warte. Du schießt doch nicht mit deinem... Oh.
Oh. Aber ist egal, wenn man die trifft, die sind immer tot. Super praktische Waffe auf jeden Fall. Ah ja. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich hier wieder runter, also. Nee, verdammt. Wie komme ich denn jetzt hier? Ach so. Na, ich ahne schon, wie das hier laufen wird. Ach ja. Na toll. Toll! Ja, kriegt wieder ein hier ohne Heckrolle. Ja, aber total super, finde ich auch. Fällt mir klasse. Typ. Meine einzige Angst ist, dass das ein bisschen dolle laut war und dass wir deswegen. Ja, genau. Sieben Schuss noch, ne? Mir wäre es halt lieber, wenn der Typenwasser schießt, weil ich denke mal, der hat mehr Munition, als man sich so vorstellen kann. Hier ist kein Vieh, na gut, dann rennen wir einfach weiter. Oder ist doch eh die Brücke, ist doch eh eingefallen. Oh, können wir hier nicht rein in den Waggon? Was dient das ja nicht für den Atompilz hier? Schießt mir doch eh gleich in den Rücken. Sehe ich doch, komm. Na, komm, schieß mir in den Rücken. Oder muss ich vielleicht erst zu ihnen rennen? Acadian Ship. In the staircase. Seems to me we're unpraktisch. Okay, er ist anscheinend nicht so begeistert von der allgemeinen Lage, aber er meint, dass das könnten wir eventuell irgendwie hinkriegen. Wir müssen hier nur alternative Wege nehmen. Wie zum Beispiel. Oh fuck. Wie zum Beispiel diesen anderen Weg. Oha.